für die Hefen, wo die Reuen, für die Henkes, Schem Schwein, Peter Kalbusch, Edmund Langers, Ernst Niederkorn, den habe ich noch vergessen. Und Pirro von Linie Grieser, ich kam vom KZ zurück, das war seine erste Aufgabe, die er bekam, als er zum KZ kam. War natürlich mit Nerven sehr strapaziert, war wirklich am Ende mit seinen Nerven. Musste dann hier etwas aufbauen, das wirklich primitiv war. Es war nichts da. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Wenn das passiert ist, dann waren das vielleicht zwei, drei, aber ich kann nicht bezeugen, dass das wirklich stimmt, was da steht. Ne? Es waren höchstens, denn es war ein Zimmer, das waren Norbert Scholzen, Bubi Reuen, Ferdi Henkes und Ernst Niederkorn. Die hatten ein Zimmer gemeinsam. Ne? Und da kann es passiert sein, dass da schon mal einer das weiter gesucht hat, aber das weiß ich. Könnte ich Bruno Thome, er kam ja auch aus dem Krieg. Ne? Er gab keinen Unterricht, er war hier als Aufseher. Ne? Und dann musste er, also die waren ja fast gleich, ja, die waren ein oder zwei Jahre älter und kannten ihn von früher. Dann musste er hier für Disziplin und Ordnung sorgen. Ne? Und er macht das so ein bisschen wie so ein Spieß aus der Armee. Und die Strafe war dann 20 Klimmzüge machen. Na, hier war so eine Holzbude. Da hingen noch Eisenstangen, da mussten 20 Klimmzüge machen. Oder 20 mal pumpen und sowas. Man kann sich ja vorstellen, dass die Leute, die aus dem Krieg, aus der Gefangenschaft kamen, sich das nicht gefasst ließen. Da wurde die gemeutert. Ne? Mhm. Und nachher war er das rote Tuch für alle mehr oder weniger. Ne? Mhm. Aber er war ja verpflichtet, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Hat ja kein anderes Mittel, als irgendwie sich dazu behaupten. Ne? Ja, wegen Disziplinlosigkeit, ne? Weil man mit Bruno Thome nicht fertig wurde. Ne? Und ich sagte ja, wie eben Direktor de Dürr, war mit den Nerven am Ende, ne? Kam aus dem KZ und musste dann hier also etwas aufbauen, wo nichts war. Die zwei zusammen konnten also keine Disziplin, also bei den 14 Mann hier, aufrechterhalten. Ja. Und die sahen sich nachher, ich glaube, Herr Le Dürr sah sich gezwungen nachher, die Klasse aufzulösen, denn er befürchtete, wenn die noch ein Jahr länger hier wären, dann wäre noch mehr passiert. Er sah den Bruder Konrad da, das war schon ein älterer Mann, der hatte es schwer, um die Holzfäder einzuschlagen. Dann hat er ihm geholfen. Dann hat er, natürlich, einmal hat er so weit draufgehauen, bis das der Schal nur noch zur Hälfte sichtbar war. Aber da kann ich etwas sagen zu den Schauenfällen. Als wir aus dem Internat entlassen worden waren, zwischen also Ostern und Ende des Jahres, war es so weit gekommen, dass wir nicht mehr zusammen im Hof stehen konnten. Wir hatten also Versammlungsverbot, durften höchstens noch zu drei und drei zusammenstehen, weiter nicht. Und aus Protest hat Ernst Niederkorn uns Befehle gegeben, jeder sollte sich an einem Zaunpfahl stellen. Da waren 14 Zaunpfähle hier und in jedem Zaunpfahl stand dann ein Schüler während der Pause.